Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, Teil 2 von meinem Video. Und zwar gibt es bei Rossmann jetzt Catrice und Essence. Ich glaube, das nennt sich Friendship. Gestern nochmal schnell nachgelesen. Also Catrice und Essence haben sich zusammengetan und haben was voll Krasses gemacht. Und jetzt, wenn ihr in die Drogerie geht und ihr habt Glück, dann seht ihr da einen Aufsteller. Der ist wunderschön und ich zeige ihn euch mal. Ja, und damit ihr nicht durcheinander kommt, weil ich komme langsam durcheinander, weil es so viel ist und ich habe alles mitgenommen und also nicht alles, ich habe fast alles mitgenommen. Ich zeige euch gleich mal Fotos, was ich mitgenommen habe. So Primer und diese Hautgeschichten und so, die habe ich nicht mitgenommen. Aber die Mascara habe ich mitgenommen, die ganzen Lidschattenpaletten und da bin ich da rausgetigert. Und mein Mann bekam Schnappatmung an der Kasse. Ich glaube, ich habe so um die 135 Euro ausgegeben. Ja, ich habe ja alles gekauft, das sollt ihr ja gar nicht. Ich wollte euch das ja nur zeigen und für mich ist das ja auch immer spannend. Ja, jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich noch mal ein Video mache mit wo ich so alles zusammenfasse. Habe ich überlegt, aber vielleicht mache ich es auch nicht. Ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen. Also in diesem Video geht es jetzt um die anderen Produkte. Falls ihr das erste Video nicht geschaut habt, dann hüpft gerne einmal rüber. Also ihr findet auf jeden Fall in beiden Videos alle Produkte, die ich gekauft habe. Ja, wie gesagt, ich habe Primer nicht gekauft. Ich habe so ein Body-Spray nicht gekauft. Und so diese speziellen Sachen habe ich nicht gekauft. Aber alles, was wichtig ist, habe ich gekauft auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt berichte ich euch endlich von dem Rest. Also, was habe ich jetzt hier noch? Ich habe jetzt noch das hier, das ist Catrice und das hier, das ist Essence. Ich habe das ehrlicherweise gestern auch wirklich ein bisschen durcheinander bekommen. Deswegen habe ich nochmal schnell so einen Videoausschnitt gedreht, wo ich euch mitgeteilt habe, was ich jetzt eigentlich in dem Video zeige, weil ich kam irgendwie durcheinander. Es war so viel und das passt auch alles so gut zusammen. Dann habe ich das so geöffnet und dann habe ich nachher vergessen, was Catrice und Essence. Ich hoffe, es hat keiner gemerkt. Ja, aber ich glaube, es war am Ende dann doch ganz gut, weil ich ja dann auch so gut vergleichen konnte, diese ganzen Blushes. Na gut, ich mache jetzt Schluss. Ich will ja jetzt berichten, wie es weitergeht. Gut, ich habe hier also zwei Paletten und da muss man sich wirklich Tatsache erstmal das alles ganz in Ruhe durchlesen, weil auch hier habe ich mich wieder raufgestürzt und habe dann erstmal nach einer Weile gesehen, ach, es ist ja ein Konturton und ach, hier ist ja auch Bronzer mit drin. Und es ist so eine Viererpalette und ich zeige sie euch erstmal ganz in Ruhe. Also, das hier ist ja Moki mit seiner Freundin. Voll süß. Und ach so, was ich noch betonen möchte, ist hier, Catrice hat das schönere Package. Also, nee, die schönere, ich sag's mal lieber auf Deutsch, die schönere Verpackung, weil das ist nicht nur Mint, sondern das ist auch so ein bisschen, es fühlt sich hochwertiger an. Essence, muss ich sagen, na, Catrice hat da so ein bisschen mehr. Also, das sieht zwar vielleicht gleich aus, aber wenn ihr da seid und ihr fasst das an, also Catrice ist ein bisschen schöner, finde ich jetzt so vom Aussehen her. Heißt ja nichts zu den Paletten. So, also, ihr habt hier also ihn mit seiner Freundin und dann habt ihr einmal das hier. Wie gesagt, Kontur, Bronzer, Blush und Highlighter. Oh, der Highlighter, der ist ganz schön, naja. Und dann habt ihr hier auf der Seite, habt ihr halt Mowgli mit dem Bären. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, vergessen. Steht das drauf bestimmt, ne? Ja, Baloo, vergessen. Ich habe das geguckt als Kind. Ja, und dann habt ihr das hier. Und, oh, damit habe ich mich geschminkt und ihr seht gleich, wie ich mich damit geschminkt habe. Ja, das ist die Palette mit den etwas sehr hellrosanen Farben
Und da versuche ich mich mit Kontur. Und ihr seht schon, das ist, naja, also ein Konturton sieht bei mir anders aus. Das zeige ich euch aber gleich noch mal ganz von nahem. Also das ist jetzt erstmal nur der erste Versuch, sich damit zu schminken, Kontur zu schminken. Und ich denke so, na gut. Ich habe übrigens einen Make-up-Coach-Pinsel, der extra für Kontur gemacht ist, da. Und an der Wange geht's ja, ne? Aber an der Nase habe ich echt Schwierigkeiten. Naja, gut. Dann nehme ich den Bronzer. Der Bronzer ist viel schöner. Der gefällt mir sehr gut. Das ist typisch Catrice, also so ein richtig schöner Bronzer. Und den verteile ich dann einfach so ein bisschen, dass das alles so gleichmäßig aussieht. Und das geht dann auch ganz gut. Ich würde sagen, das sind zwei Bronzer, aber ich erzähle gleich nochmal was dazu. Und dann nehme ich das Rouge. Oh Gott, habe ich gedacht. Oh nein, oh nein. Was ist das denn? Also, das passt überhaupt nicht zu mir. Gar nicht. Das ist sowas von hellrosa und sowas von Schimmer. Ihr seht das gleich nochmal. Und dann kommt der Highlighter. Naja, also ich finde, es sieht nicht so toll aus. Ich zeige euch ein Foto ohne Filter. So, die nächste Palette, das ist schon eher mein Ding. Wie ihr seht, aber es ist ein Konturton. Ich mache es lieber erstmal da unten. Es ist ganz schön gut pigmentiert. Naja, es gefällt mir nicht ganz so, merkt ihr, glaube ich, auch. Wenn ich begeistert bin, dann sehe ich anders aus. Aber ich gebe mein Bestes. Es soll ein Konturton sein, also mache ich Kontur damit. Mal schauen, wie es aussieht. Sicherlich kommt es auch immer noch auf den Hauttyp an, aber naja, ich finde immer, es gibt Konturtöne und es gibt Konturtöne. Bisschen zu weit unten gelandet, aber es ist gar nicht so entscheidend. Wie gesagt, es ist das erste Mal, da ist man meistens so ein bisschen unbeholfen. Und ich versuche einfach Kontur damit zu machen. Und das ist halt so schwierig, weil es immer irgendwie so braun aussieht. Na gut, weiter geht's. Dann mache ich den Bronzer darüber. Dann finde ich, sieht das alles schon ein bisschen besser aus. Der Bronzer gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, so typisch Catrice, schöner Bronzer, sehr hell, aber bei mir reicht er aus. Und dann kommt der Blush. Den Blush zeige ich euch gleich nochmal. Also es sieht insgesamt alles zusammen, sieht nachher ganz gut aus. Man muss aber echt aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Man ist da ganz schnell zu rot. Und naja, der Highlighter ist auch nicht so meins. Also ist nicht so meins. Aber das sage ich euch gleich alles noch. Jetzt kommt ein Foto ohne Filter. Ja, hier noch mal ganz kurz gezeigt die Paletten. Also das ist einmal der Bär mit Mowgli drauf und diese Palette. Ja, das muss man natürlich mögen. Das ist so ein ganz leichter Rosaton. Das soll ein Konturton sein. Also ich weiß ja nicht. Also Konturton. Nee, nee, ich zeige euch mal einen guten Konturton, wenn ich ihn finde. Moment. So. Das ist für mich ein Konturton und ein professioneller Schattenton. Und das ist eher ein Bronzer, als dass er ein Konturton ist. Seht ihr den Unterschied? Deswegen bin ich so ein Make-up-Coach-Fan, ne? Weil hier seht ihr wirklich nichts. Und ich weiß nicht, also das ist für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das kann man nicht als Konturton nehmen. Das ist auch eine ganz andere Konsistenz. Moment, guck mal. Das ist doch ein Bronzer, kein Konturton. Das ist doch kein kalter Ton. Ein kalter Schattenton. Nee, nee, nee. Deswegen gefällt mir das nicht so. Und für Bronzer ist das natürlich sehr, sehr krass, ne? Der Bronzer hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, mit dem Blush kann ich leider nichts anfangen. Und auch hier nicht mit mit dem Highlighter. Das ist, naja, vielleicht geht's, aber das ist kein Blush, weil guck mal, das ist zweimal Highlighter. Das ist so krass schimmernd, dass es für mich kein Blush ist. Und das ist was, was ich einfach nicht verstehe. Ja, verstehe ich nicht und deswegen mag ich es auch nicht so gerne. Ich will das nur so ein bisschen erklären. So, dann hier, das soll ja wieder ein Konturton sein. La 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 la.
Das ist ein professioneller Konturton von einer Make-up-Artistin hergestellt. Eine tolle Frau, ein tolles Produkt. Damit schminke ich mich jeden Tag. Ich würde nichts anderes nehmen. Und das ist für mich kein Konturton. Ist es einfach nicht. Aber dafür ist das hier ein sehr, sehr schöner Bronzerton. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ja, den Blush muss man natürlich mögen. Und das hier ist natürlich ein krasser Highlighter. Wer das mag, ich mag es nicht so. Und hier seht ihr auch wieder, das ist ein Blush. Ein Schimmerblush. Ein Schimmerblush. Ist nicht ganz so meins. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Swatches. Also ich verstehe die Paletten ehrlich gesagt nicht so ganz. Und deswegen bin ich nicht so begeistert. Schade, weil sie sind echt so vom Aussehen her wunderschön, aber also für mich nicht so schön wie die Sachen von Essence und auch nicht so schön wie die Sticks. Ich kann euch die aber jetzt trotzdem nochmal nebeneinander zeigen. Das ist bestimmt interessant. Guck mal. Moment. So sehen die nebeneinander aus. Vielleicht ist das euer Geschmack. Ich bin gespannt. Jeder muss ja das finden, was er am besten findet. Und wie gesagt, ich bin ja kein Maßstab. Ich sag nur meine Meinung. Ja, ehrlicherweise ist das hier mit Baloo, dem Bären, nicht so meins. Also damit konnte ich fast gar nichts anfangen. Ich war total, ich denke so, oh Gott, was mache ich denn da? Ja, das ist ein Blush und den sieht man bei mir null. Aber es heißt ja nichts, es ist ja nur mein Gesicht und ihr habt ja ein ganz anderes Gesicht. Deswegen nur, dass ihr das mal seht, was es da so für Unterschiede gibt. Moment. Das hier ist natürlich so ein bisschen mehr meins als das hier. Aber was ich jetzt so von den ganzen Produkten am besten finde, das werde ich euch nochmal verraten. Ja, also hier findet ihr halt diese Farben und ich habe mich damit geschminkt. Und wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, wäre es diese Palette. Ob man sie braucht oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Vielleicht findet ihr die Sticks auch viel schöner von Catrice. Diese Blush Sticks, die finde ich nämlich ganz toll. Und wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, weil die haben ja noch mehr Blush Stick. Wäre ja mal ganz interessant, ob die so total anders sind wie die anderen. Mal schauen. Gut, dann gibt es ja, ich sag das mal jetzt gleich am Anfang, ein Mascara. Und Catrice hat ein Mascara, Essence hat ein Mascara. Die Bürste hiervon finde ich schöner, weil sie gebogener ist und nicht ganz so buschig. Nicht ganz so buschig, sie ist mehr so meins. Lässt sich auch besser auftragen, aber ich mag keine wasserfesten Mascara. Und hier merkt man es. Beide sind wasserfest. Der ließ sich gestern ganz gut abschminken, der mal schauen. Und ja, also sind nicht beides so meine. Ich brauche das nicht so. Ich brauche nicht so wasserfeste Mascara. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich so total begeistert bin. Ich bin leider verwöhnt. Maybelline verwöhnt, Sky High. Ja, und dann habe ich mich geschminkt. Und ehrlicherweise, drei Paletten in einem Video, das überfordert mich. Das überfordert mich. Das schaffe ich nicht. Und das wäre auch ein bisschen krass, wenn ich das jetzt wirklich so machen würde mit 20 Mal abschminken und so weiter. Dann habe ich rote Augen. Das wollt ihr nicht. Das weiß ich, das wollt ihr nicht. Ich habe mir also zwei Paletten geschnappt und eine hebe ich mir noch so ein bisschen auf. Ich denke mal, die werdet ihr sehen bei Shorts oder bei Instagram oder so. Wenn ihr irgendwas sucht von mir, wenn ihr mich irgendwo sucht, findet ihr in der Videobeschreibung. Da ist auch meine Schminktipps-Gruppe und so weiter bei Facebook. Da steht es genau drin. Da findet ihr mich, falls ihr mich sucht. Und ja, da werde ich mal schauen. Ich zeige sie euch aber natürlich trotzdem, ist ja klar. Und Swatch mache ich auch, ist ja auch wohl klar. Aber die hat mich so im ersten Moment ein bisschen überfordert, dass ich gedacht habe, machst du das heute oder lässt du dir dafür Zeit? Die ist natürlich wahnsinnig bunt. Und der Ton, der mich am meisten interessiert, ist der hier. Mal schauen, wie der ist. Aber das ist natürlich, also da... Das sind mehrere Paletten in einer, ne? Man kann sich hier mit zwei Tönen ausreichend schminken. Man muss nicht das volle Programm.
Und da muss ich selber mal gucken, wie ich da überhaupt was. Also das finde ich krass. Das finde ich sehr krass. Das ist nicht ohne. Nicht ohne. Wie Kinder so sind. Nicht ohne. In dieser Palette habt ihr auch wieder so krasse Töne. Moment, sie immer aufmachen mit einer Hand. So, wie gesagt, habe gerade Swatch gemacht, deswegen sieht das dann immer so ein bisschen komisch aus danach. Nicht mehr ganz so schön. Ja, das hier ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Ton. Und das hier auch. Also, ich überlege gerade, ob es Duochromes sind, weil man kann es in der Kamera immer nicht so zeigen. Aber das ist auch so ein Grün-Gold. Und das hier ist auch richtig schön. Der wirkt auch so ganz besonders, auch so ein Grün-Gold. Also, das sind echt krasse Töne hier, diese beiden. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, schaut euch gerne mal die Swatch an. Hier sind echt ganz, ganz, ganz tolle, besondere Töne drin. Unterschiedliche Konsistenzen und kann man sich sehr schön schminken. Wirkt auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr bunt. Aber das muss man einfach so ein bisschen getrennt sehen. Ne, damit kann man sich ein Auge schminken, damit kann man sich ein Auge schminken. Rot kann man immer so ein bisschen als Hintergrund noch nehmen. Das mögen auch sehr viele. Das kann man immer sehr gut mischen, auch mit Braun und so. Also schaut gerne mal. Den habe ich hier, glaube ich, gar nicht geswatcht. Warum nicht? Habe ich vergessen. Weiß kann man auch immer gut gebrauchen. Hier so schöne cremige Töne. Ganz toll sind die. Also echt sehr aufregend und sehr vielfältig. Ja, aber mit diesen beiden Paletten, Moment, mit denen habe ich mich geschminkt und das war sehr schön, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das sind so ein bisschen meine Favoriten. Die mag ich gerne, die finde ich echt toll. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal, wie ich mich damit geschminkt habe.
Ja, was ihr jetzt für euch haben möchtet. Ich hoffe, ich konnte euch so ein klein bisschen mit meinen beiden Videos so ein bisschen zeigen, so ein bisschen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil die Lidschattenpaletten, die sind so krass. Da ist so, wenn ich hier diese aufmache, es sind so viele verschiedene Konsistenzen da drin. Also du gehst mit einem Pinsel rein und denkst, ja, da geht ja gar nichts ab. Und dann machst du mit dem Finger und dann hast du richtig Bäm. Das ist echt Wahnsinn. Also das ist ein sehr schöner Ton. Das sind echt so tolle, tolle, tolle Töne drin. Und sehr interessant. Duochromes habe ich hier noch nicht gesehen. Aber einfach nur tolle Farben, womit man sich ganz toll schminken kann. Und wenn das so ein bisschen in eure Richtung geht, könnt ihr euch damit wirklich so schön schminken und nicht nur einmal schminken und fertig, sondern ihr werdet, glaube ich, mit diesen Paletten immer wieder schöne Looks zaubern und immer wieder andere Looks zaubern. Die sind sehr, sehr vielseitig, weil, wie gesagt, man braucht ja nur 2, 3 Töne. Ich habe natürlich ein bisschen mehr genommen, weil ich euch auch was zeigen wollte. Aber ansonsten sehr, sehr schöne Paletten. Tolle Qualität, hat so ein bisschen gerieselt, aber trotzdem tolle Qualität. Und jetzt überlege ich für mich mal, was ich jetzt eigentlich, obwohl das ist für euch ja wahrscheinlich gar nicht so interessant. Die Qualität ist von beiden toll. Worauf ich am ehesten verzichten könnte, wären diese beiden Paletten. Die brauche ich nicht. Ich finde dann die Sticks besser. Also schaut euch unbedingt auch mal das andere Video an, wenn ihr euch das nicht angeschaut habt. Ich finde diese Sticks, diese Blush-Sticks, boah, die finde ich so toll. Und auch die Blush von Essence fand ich schöner als diese Paletten hier von Catrice. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Jeder ist anders und was bei mir funktioniert, funktioniert vielleicht bei euch nicht. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem Spaß gemacht. Und schreibt mir gerne was in die Kommentare. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, dann freue ich mich ganz doll. Und dann hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann mal wieder bei Instagram oder bei Facebook oder wo auch immer ihr mich sehen möchtet. So, jetzt sage ich Tschüss. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen geholfen. Und dann sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich mache gerade die Swatch, deswegen sieht die Palette schon so ein bisschen komisch aus. Und das hier ist ein Duochrom, also doch ein Duochrom. Und zwar in der Palette ist ein Duochrom und der sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Der wirkt so ein bisschen anders. Das sind, wie gesagt, das sieht man immer nicht so in der Kamera, der untere ist das. Der schimmert immer so ein bisschen braun oder grün. Ich versuche ihn nochmal hier. Der schimmert sehr, sehr schön. Ja, und ihr seht schon, die Konsistenzen, die sind alle unterschiedlich. Und das ist eine sehr interessante Palette. Gar nicht so einfach, das in so kurzer Zeit ausführlich zu zeigen. Also wie gesagt, sehr, sehr schön der Ton hier. Sehr besonders vor allen Dingen. Die Eyeshadow Base habe ich auch getestet, die ist durchsichtig, die sieht man nicht und die hält den Lidschatten sehr gut fest, könnt ihr auch gerne mal testen.